Israel und die Vereinigten Arabischen Emirate haben sich auf Vermittlung der Vereinigten Staaten auf die vollständige Normalisierung ihrer Beziehung geeinigt. Laut einer gemeinsamen Stellungnahme werden die beiden Staaten in den kommenden Wochen Vereinbarungen unterzeichnen, unter anderem über Flugverbindungen, Investitionen sowie die Bereiche Sicherheit und Fremdenverkehr. Jeder sagte, das sei unmöglich. Das ist ein wahrlich geschichtsträchtiger Augenblick. Seit der Unterzeichnung des Friedensabkommens zwischen Israel und Jordanien vor mehr als 25 Jahren ist kein so großer Fortschritt für den Frieden im Nahen Osten erreicht worden, sagte US-Präsident Donald Trump. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu sagte, es werde eine neue Ära des Friedens zwischen Israel und der arabischen Welt eingeläutet. Es handele sich um den größten Erfolg zum Wohle des Friedens zwischen Israel und der arabischen Welt seit 26 Jahren, so Netanyahu. Der Kronprinz von Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, schrieb, man habe sich darauf geeinigt, dass Israel die Annektierung weiterer palästinensischer Gebiete beende. Bisher unterhält Israel im Nahen Osten nur diplomatische Beziehungen zu Ägypten und Jordanien. In den Palästinensergebieten gab es ablehnende Reaktionen. Ein Hamas-Sprecher sagte, die Vereinbarung diene nicht der palästinensischen Sache, sondern ermuntere Israel, die Rechte des palästinensischen Volkes zu missachten und weiterhin Verbrechen gegen dieses zu begehen, so der Hamas-Sprecher. Der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi äußerte, er heiße die Bemühungen gut, Wohlstand und Stabilität in der Region zu erreichen.